Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal dem Thema Silizium und Wasser. Und dafür habe ich Dr. Bruno Kugel bei mir und er ist einfach die Koryphäe in dem ganzen Chemie-Thema. Und da bin ich ganz gespannt, was wir da für wichtige Zusammenhänge in unserem Körper heute erfahren. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Bruno, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich merke richtig, dass die Menschen sich jetzt wirklich für dieses Thema Silizium brennend interessieren. Also man merkt auch, im Internet wird geschaut. Wie erklärst du dir diesen Hype um das Silizium? War das schon immer präsent oder gibt es da jetzt einfach neue Erkenntnisse? Also ich denke, dass es erstmal das immer schon gegeben hat. Allerdings ist es auch so, dass das Interesse schon merklich zunimmt. Das ist vielleicht auch aufgrund der Verteilung im Internet so, dass es da ganz andere Kanäle bedient, dass die Menschen sich auch im Internet unabhängig informieren wollen oder zusätzlich zu schulmedizinischen Dingen weiter informieren wollen und dann Zusammenhänge sehen und sagen, ja, Silizium, da haben wir mal Kontakt mit. Und wenn ich das nehme, das jetzt einfach aus Erfahrung merken, das tut mir gut, ich weiß aber nicht warum und ich will gerne erfahren, warum. Und kann ich das vielleicht optimieren oder wie hängt das alles zusammen? Mhm. Ja, so zum Thema Silizium und Wasser. Hat es Entsprechungen in unserem Körper, die es in der Natur auch hat? Es wird immer gesagt, silizium-reiches Mineralwasser trinken, ist ein heißer Tipp. Gibt es in der Schweiz zum Beispiel zwei Quellen, das Ratzünser und noch irgendein anderes, was relativ viel Kieselsäure im Wasser hat. Das tut gut. Mineralwasser sollte dann auch für mein Dafürhalten genug Kieselsäure haben. Es gibt auch deutsche Quellen, die relativ viel Silizium haben, zum Beispiel in Baden-Baden, zum Beispiel in der Vulkaneifel. Auch in Tschechien gibt es Quellen, die sehr, sehr viel Kieselsäure haben. Und das sind die Quellen in den Kurorten, könnte man sagen, oder Mineralquellen, die schon eine lange Tradition haben, die wir jetzt natürlich eine ungeahnte Aktualität erfahren auch. Und das Thema Nanotechnologie oder Homöopathie oder das ist ein heißes Eisen. Da wird auch sehr, sehr viel geforscht. Mhm. Man weiß zum Beispiel auch, dass eine Kieselsäure oder ein Silizium, an der Stelle, wenn ich von Silizium spreche, meine ich die Kieselsäure, also die wasserlösliche Kieselsäure, die fein verteilt ist, kolloidal verteilt ist, die sich dann auch an Medikamente binden kann und dann auch Wirkverstärker für die Medikamente sein kann. Ich habe jetzt gerade eine Literaturrecherche im Internet gemacht, die ein bisschen umfangreicher war. Da habe ich festgestellt, mein Gott, da werden ganz, ganz viele auf der Basis von Kieselalgen auch Technologien untersucht und beforscht auch, wo man sagt, ja, also wie kann ich, oder erstmal, wie werden diese Kieselalgen, wenn das dann Kieselerde wird, das hat ja bestimmte Strukturen, wenn diese Algen dann absterben und versteinern, und kristallisieren letztendlich. Es gibt ganz unterschiedliche Muster. Haben die irgendwie Eigenschaften, die man sich gesundheitlich zunutze machen kann? Ja, was macht das alles im Körper? Unser Körper besteht überwiegend aus Wasser. Was macht das damit? Also das ist wirklich eine spannende Sache und ich denke, das hat auch wissenschaftlich sehr, sehr viel Forschungsgegenstand und Aktualität auch. In welcher Form wird die Kieselsäure an das Medikament gebunden? Es gibt ja verschiedene Zustände, also auch eben kolloidale Form oder da geht es ja auch um eine Zellmembrandurchlässigkeit. Ja. Kann ich da jetzt einfach das Kiesel-Erde-Gel nehmen aus dem Drogeriemarkt oder sprechen wir da von ganz chemisch unterschiedlichen Dingen? Also das sind ganz unterschiedliche Dinge. Erstmal hat eine Kieselerde eine ganz andere Korngröße, die ist überwiegend unlöslich. Die bleibt auch überwiegend unlöslich, hat eine bindende Eigenschaft. Also wenn ich eine Heilerde oder eine Kieselerde nehme, dann hat die eine bindende Eigenschaft. Wenn ich die einnehme, dann kann die im Magen zum Beispiel, wenn mir schlecht ist, kann das eine Übelkeit lindern. Das kann Giftstoffe binden. Verweilzeit im Magen ungefähr eine Stunde. Oder je nachdem, wie schnell die Verdauung funktioniert, ungefähr eine Stunde. Dann kann ich also damit Giftstoffe binden, aber das hat eine relativ kurze Reichweite dort. Das wirkt nur lokal überwiegend. Mhm.
Das hat dann auch Korngrößen, wenn man von Korngrößen, also die kleinen Kristallite, die dann in diesem festen Material drin sind, die sind dann meistens amorph. Also amorph ist so ein bisschen lockeres Gestein, was nicht kristallin ist. Kristallin ist dann wieder so wie ein Edelstein, könnte man sagen. Gibt es wenige Ausnahmen. Auch ein Opal ist dann ein Edelstein, aber der hat eine amorphe Zusammensetzung. Deswegen schillert das auch so schön. Mhm. Und eine Kieselerde ist eher so ja lockeres Pulver, wenn man so will. Das hat eine Größe von, also Kantenlänge von diesen Kristalliten von vielleicht 10, 15 Mikrometern, 20 Mikrometern. Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Mhm. Es arbeitet dann auf der groben Ebene. Das arbeitet auf einer gröberen Ebene. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Kieselsäure habe, eine Kieselsäure, die ist 10 Nanometer groß, 5 Nanometer groß. Ein Nanometer ist ein Tausendstel Mikrometer, also nochmal 3 Größenordnungen weniger. Wäre das dann das Kieselsäuregel? Das wäre zum Beispiel ein Kieselsäuregel. Okay. Jetzt gibt es eine ganz weite Bandbreite, könnte man sagen, zwischen löslichem, kleinmolekularem, kolloidalen, können wir vielleicht nochmal kolloidal erklären, von einem Nanometer bis zu wenigen Mikrometern. Manche sagen auch, der kolloidale Zustand geht so ja bis 100 Nanometer etwa. Da gibt es noch eine physikalische Besonderheit, also das reflektiert Licht, wenn man dann zum Beispiel eine Taschenlampe drauf hält, wenn das ein kolloidales System ist, das reflektiert das Licht, wenn die Teilchen kleiner sind als 300 Nanometer. Mhm. Das nennt man Tyndall-Effekt, das geht in die Physik rein. Und wenn wir jetzt eine Kieselsäure nehmen, die hat also ganz, ganz kleine Dimensionen, molekulare, kolloidale Dimensionen. Okay. Und so funktioniert, auf dieser Basis funktioniert unser Körper. Also habe ich in dem Kieselsäuregel schon kolloidale Elemente drin? Ja, die sind auch komplett wasserlöslich. Das bedingt also es. Muss ich jetzt nicht aus dem Kieselsäuregel nochmal speziell ein wie bei einem kolloidalen Silber in Wasser gelöstes Kieselsäureprodukt kreieren? Kann ich auch dieses Gel nutzen, um die kolloidale Form zuzuführen? Ja, ich kann das Gel nutzen. Okay. Das hat aber dann auch eine, habe ich eben gesagt, die Kieselerde hat eine relativ kurze Reichweite, wenn wir jetzt mal einen Magen nehmen oder einen Darm nehmen. Das setzt dann aber auch, wenn die Magensäure auf dieses Kieselerde-Material einwirkt, hat das natürlich auch eine gewisse, ja, das wird, wie soll ich jetzt sagen, chemisch gesehen, so wird es ein bisschen angeätzt, könnte man sagen. Also da wird immer so ein bisschen freigesetzt. Mhm. Aber erst, also überwiegend im Magen, weil diese Säure setzt dann das Silizium frei. Deswegen soll das auch, je kleiner die Teilchen sind, umso sauberer sollte das sein. Wenn das jetzt eine kolloidale Kieselsäure ist, die geht im Magen komplett auf. Das wird komplett löslich und das kann dann auch aufgenommen werden und kann gelöst werden und kann wirken. Wenn ich jetzt auch bei der beim Kieselgel oder Kieselsäuregel gibt es Unterschiede, wenn ich da jetzt große Mengen zu mir nehme, dann hat das eher eine bindende Eigenschaft. Wenn ich das mit Wasser verdünnt einnehme, dann ist es verträglicher, wenn ich zum Beispiel eine Magenschleimhautentzündung habe oder irgendwie einen Reizmagen oder ja, wenn ich das nicht gut vertrage. Da habe ich ganz viele Rückmeldungen bekommen, ja, ich habe das Kieselsäuregel nicht vertragen, was mache ich jetzt? Dann war die Menge zu viel auf einmal. Mhm. Und wenn das dann eine bindende Eigenschaft hat, das kann dann auch schon mal den Magen reizen. Das ist jetzt bei einer Kieselerde wahrscheinlicher, weil das ein Feststoff ist. Das kann dann einfach mechanisch reiben auch. Und beim Kieselsäuregel, das ist flüssig. Da ist auch die Konzentration nicht so groß. Also das sind dann Kieselsäuregel, da reden wir von Mengen 2, irgendwas Molar. Also das ist, oder Prozent, so Prozent. Also 2,8%, 3,5% bei Magen-Darm-Gel. Gibt es bekannten Hersteller sagen, das ist komplett wasserlöslich. Je größer die Konzentration von diesem Kieselsäuregel wird, umso mehr muss ich das stabilisieren, sonst tritt ein Alterungsprozess ein. Das ist wie in der Wirtschaft, kann man sich vorstellen, die Großen fressen die Kleinen auf. Das ist ein großer Pac-Man oder zwei Teilchen stoßen zusammen, Brownsche Molekularbewegung, die reagieren dann miteinander und bleiben dann kleben, wie eine Klette. Und das geht dann nicht mehr los, das bleibt dann so. Und dann kommt ein drittes, das sagt, euch beide mag ich bleibe bei euch. Und kommt ein viertes und fünftes und sechstes. Die sind nicht immer gleich groß und dann fängt das an, größere Teilchen zu bilden und die können dann nicht mehr durch die Magenmembran oder Magenwand durch. Das bleibt dann lokal. Das bindet dann wirklich dann auch zunehmend auch andere Substanzen und das ist natürlich auch eine Wirkung.
Zielführend ist ja auch immer die Bindung von giftigen Substanzen aus unserer Sicht, ja, Schwermetalle oder Pilze, Parasiten. Ist das Silizium in der Form im Verdauungstrakt in der Lage, selektiv die Dinge zu filtern oder zu binden, die unseren Körper belasten? Oder bindet es auch für uns dienliche Dinge wie gute Mineralien? Das hängt von der Menge ab. Wenn ich jetzt sage, ich nehme viel auf einmal, dann wird das wahrscheinlich auch körpereigene Substanzen binden. Mhm. Paradebeispiel Zeolit, da muss man einfach gucken, dass man auch einen Abstand zur Nahrung einhält. Mhm. Weil sonst bindet man auch Teile der Nahrung oder Teile von Medikamenten, muss man Abstand zu Medikamenten halten. Das ist aber bekannt. Das ist auch beim Gel der Fall, wenn ich größere Mengen jetzt nehme, ohne viel zu trinken. Da kommt es auch darauf an, wie viel nehme ich. Ich kann ein klein bisschen nehmen und so kann ich vielleicht die Aufnahme der Nahrung etwas erleichtern oder verbessern. Wenn ich jetzt kleinste Mengen nehmen würde dazu, weil das ist ja auch zum Beispiel in Grünzeug drin, das ist in Gräsern drin, das ist in frisch Wildkräutern drin, das ist in Fermentiertem auch enthalten. Das wird dann auch leichter aufgenommen, weil die Teilchen dann irgendwo durch Fermentation aufgeschlossen, ja, fermentiert werden. Das ist ja auch ein saures Milieu, ein pH-saures Milieu, was dann auch das eine transportiert das andere. Das sind auch kurzkettige Fettsäuren, die dann eine Rolle spielen, oder Milchsäure oder je nachdem, was für eine Gärung das ist, werden dann die Teilchen besser aufgenommen. Wenn wir jetzt uns vielleicht nochmal vergegenwärtigen, was kolloidal ist. Ja. Kolloidal bedeutet eigentlich in der Schwebe. Das heißt, die Teilchen, die sind so leicht, dass sie in der Gegend rum schweben. Die Konzentration ist, Menge ist klein, also Menge pro Volumeneinheit sozusagen, die ist klein, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen zusammenstoßen, nicht sehr groß ist. Wenn die zu groß wird, dann stoßen die zusammen, dann gibt es einen Prozess der Alterung. Das ist ein Grenzflächenphänomen. Und dann haben wir natürlich nicht mehr so die große Oberfläche, die wir vorher hatten. Da haben wir auch nicht mehr die Mineralisierung, dann haben wir zwar einen Ionenaustausch, aber keinen echten Ionen, also lokalen Ionenaustausch natürlich, weil es in der Industrie Siliziumdioxid-Ionenaustauscher, aber die Kieselsäure ist dann auch ein Transporter für Mineralien oder der Dirigent, langsam, der Dirigent der Mineralien und Spurenelemente, vielleicht auch der Dirigent der Schwermetalle. Das wird in der Industrie so eingesetzt. Jetzt wäre die Frage zu stellen, kann das unterscheiden zwischen guten und schlechten? Eben. Weil wenn der mir nachher als Dirigent nämlich mein Aluminium ins Hirn schleust, dann Dann ist nicht so gut. Dann haben wir möglicherweise, wenn ich vorher schon sehr belastet war, eine Erstverschlimmerung. Deswegen nie bitte Silizium alleine, sondern immer im Kontext beachten. Das ist der Siliziumstoffwechsel. Silizium plus X, sage ich dazu immer. Silizium plus Magnesium. Das ist ein geniales Duo. Bringt Sauerstoff in den Körper. Magnesium bindet an ATP erstmal. Wenn ich eine Aluminiumbelastung habe, dann habe ich also eine 107-fach höhere Affinität zum ATP als das Magnesium zum ATP hat. Dann müsste ich also, um das wieder wegzukriegen, in Silizium reintun als Antagonist zum Aluminium, damit ich das Aluminium binden kann, im Überschuss 6:1 bis 8:1, beim Zeolit sagt man, Verhältnisse, um das wieder rauszukriegen. Und da ist jetzt meine Frage, das Silizium, was sich dann an das Aluminium bindet, wo geht das dann hin? Geht es nochmal in den Körper tiefer rein? Oder wie schaffe ich wirklich die Barriere in die Ausscheidungsprozesse? Dann habe ich also einen sogenannten Kreislauf zu unterbrechen, der zwischen Leber und Darm da ist. Also normalerweise ist alles, was wir essen, landet erstmal im Magen, dann geht es in den Dünndarm, dann geht es in den Dickdarm und dann geht es über die Pfortader in die Leber. Und dann wird es von dort verteilt im Körper. Und wenn ich jetzt zwischen Leber und Körper unterscheide, das ist der Kreislauf, der wird dann über die Gefäße verteilt, über das Herz, und diese Leber-Darm-Geschichte habe. Dann habe ich also vom Darm in die Leber, von der Leber in die Galle, von der Galle in die Bauchspeicheldrüse, in den Zwölffingerdarm, in Dünndarm, Dickdarm, wieder Leber. Dann habe ich also Leber-Darm. Dann müsste ich diesen Kreislauf unterbrechen, damit das Silizium, wenn es ein Aluminium sieht und sich daran bindet, dann kommt es darauf an, wie das Verhältnis von Silizium zu Aluminium ist. Das bestimmt die Toxizität, das kann also auch einen Mantel darum bilden.
Und wenn der Überschuss, sagen wir mal, 1 zu oder 6 zu 1 aus Sicht des Siliziums ist, 6 zu 1 bis 8 zu 1, das ist dann groß genug, damit sich dieser Mantel bildet, dass das Aluminium keine Koordinationsstelle mehr frei hat. Also Aluminium hat 6 Ärmchen, wenn man so will, mhm. und eine Kieselsäure hat nur 4 Ärmchen. Wenn ich also diese 4 oder diese 6 Ärmchen, die das Aluminium hat, mit Kieselsäure komplett flute, dann kann eigentlich nichts passieren. Wenn ich aber eine hohe Aluminiumbelastung habe, dann hat das Aluminium sozusagen immer noch mindestens 2 oder mehr. Das ist ja jetzt kein, sei jetzt mal kein System oder kein zweimolekulares oder zweiatomiges, oder wie sagt man, also ein Teilchen, was aus 2 Molekülen besteht, also einmal aus Kieselsäure und dann Aluminium meinetwegen hydratisiert, also mit Wasser umgeben, sondern das sind, je mehr Aluminium das hat, umso mehr wird es schaden. Das spielt vor allen Dingen im Magen eine Rolle, weil der Magen dann von der Säurefunktion wird, das hat eine ganz wichtige Barrierefunktion. Und es gibt einen Unterschied zwischen Silizium und Aluminium. Aluminium ist sehr viel säurelöslicher. Also das braucht weniger Säure, um sich gut zu lösen, als das Silizium. Das ist nicht so gut. Und das hat Einfluss auf ganz, ganz viele weitere Mineralien und Spurenelemente, die wir haben. Jetzt nochmal zu dem Kolloidalen. Ich war noch nicht ganz, hattest du, glaube ich, noch nicht ganz fertig erzählt. Also das heißt nicht nur gleichmäßig verteilt, klein, sondern auch wirklich so, dass die Teilchen möglichst klein sind, möglichst, das hat natürlich eine gewisse Bandbreite von 1 Nanometer bis, ja, sagen wir mal 100 Nanometer, das ist ja die Dimension 100. Das sind 2 Größenordnungen, das ist schon riesig. Das heißt, es ist nie nur alleine eine Monokieselsäure, das sind die Monokieselsäure, die kann sich dann so einhängen. Und dann kann die sich nochmal einhängen, dann kommt links und rechts meine Ohren dazu und dann bilden sich irgendwann auch kreisförmige Strukturen oder dreidimensionale Strukturen. Die können dann auch mit Wasser verbunden sein, so wie wir das jetzt hier auf dem Bild sehen. Das ist also eine Publikation von, ja, die ist 50 Jahre alt oder fast 50 Jahre alt, wie wir sehen. Das geht noch weiter zurück. Da sehen wir also 2 Kieselsäuren, wo sich ein Wasser dran hängt und dann noch 2 weitere, also ein blaues Wasser und dann noch 2 weitere Wasser und dann noch 3 weitere Wasser. Was ich daran sehr bemerkenswert finde, ist, dass Silizium offenbar in der Lage ist, diese Wasserstrukturen zu steuern, also wie sich das sozusagen zusammensetzt. Müsste ja einfach jetzt mal, um nochmal ins Leben so ein bisschen zu kommen, mhm. auch eine Möglichkeit sein, um Wassereinlagerungen zu beeinflussen. Ja. Das transportiert Wasser. Das mhm. transportiert auch Sauerstoff. Das hat ganz viele O's. Und diese O's, diese Sauerstoffe, die transportieren auch zusätzlich Sauerstoff. Das kann dann das Sauerstoff auch einschließen. Also kann ich Silizium auch dafür nutzen, um eine Balance wieder in meinen Wasserhaushalt generell zu bekommen? Ja. Okay. Das ist der wichtige Unterschied zwischen mineralisierender und bindender. Also wenn ich jetzt Funktion, wenn ich jetzt diese kolloidale Geschichte habe, die geht in Wasser komplett auf. Da kann das Wasser tatsächlich dadurch fließen, wie ein Fluss oder wie ein Bach, mhm. keine Ahnung. Dann kann das spülen wie ein Schwamm, auch diese Zwischenzellmatrix sauber machen. Alles, was wir aufnehmen und ausscheiden, muss durch diese Zellmembran, also diesen Zwischenzellraum durch. Also jetzt nochmal übersetzt für mich als Frau, wenn ich jetzt Silizium in kolloidaler Form nehme, mhm. dann mache ich sozusagen mein Bindegewebe so, bringe ich in so eine Qualität, dass das Bindegewebe Zwischenräume sich, sage ich mal, von der Säure, von den Giftstoffen befreien können, ja. so dass eben Zellulite weggeht oder auch eben die Pilze, Bakterien, alles, was sich halt eben in dem intrazellulären Matrix befindet, kann ich aber nur durch kolloidales Silizium ermöglichen. Das kann ich am besten durch kolloidales Silizium ermöglichen, weil wir auf dieser Basis funktionieren. Das sind ähnliche Größen, mhm. die fein verteilt sind. Je mehr Wasser die haben, umso besser kann der Stoff Wechsel funktionieren, das ist ein Wechsel dieser ganzen Stoffe. Das heißt, eine Geschwindigkeit des Austauschs, so könnte man das nennen. Mhm. Gibt es irgendein Produkt auf dem Markt, wo ich das erkennen kann, dass es diese Funktion hat? Das ist relativ schwer zu transportieren. Wenn ich jetzt diese kolloidale Form, ein Kieselsäuregel, das wird in der Regel eine kolloidale Form haben. Wenn das frisch hergestellt ist, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Wenn ich das aber jetzt einnehme,
und habe das im Magen, dann wird es mehr oder weniger komplett, ja, verpufft sozusagen, bevor es in den Darm kommt. Und da gibt es eben einen Vorteil von diesen Wassermatrix-Produkten. Das ist die gesamte Produktlinie. Die haben inzwischen 3 Produkte. Die wirken auch alle unterschiedlich. Silizium plus X. Da gibt es also verschiedene Kombinationen, die unterschiedlich wirken. Immer den kürzesten Weg zum Wirkort wählen. Das ist das zum Beispiel auch äußerliche Anwendung. Wir sind ja auch, wenn man so lange... Ach, dann nehmen die mit dem plus X den Zielort, also das Silizium dann als Transport. Genau, die nehmen das Huckepack. Also wenn ich jetzt sage, ich mache da ein Darmbakterium rein, dann geht es direkt in den Darm. Dann kann das in den Darm gehen, weil alle Bestandteile werden zeitverzögert freigesetzt. Das Silizium wird zeitverzögert freigesetzt, hat eine eigene Wirkung auf fettlöslicher Basis. Da gibt es nochmal gesonderte Untersuchungen. Also es bindet an Cholesterin, an Lipoproteine und an LDL zum Beispiel, an Lipoprotein A und diese ganzen Dinge, die auch pathologisch wirken können, weil sie sich im Körper ansammeln, weil das eine Leberbelastung dann ist oder Ausdruck einer Leberbelastung, die macht dann oder versucht gegenzusteuern, indem sie mehr Cholesterin freisetzt, dann haben wir zu viel Cholesterin im Körper. Was passiert dann, wenn ich ein Silizium an eine MCT-Fettsäure binde? Wenn ich Silizium an eine MCT-Fettsäure binde, dann habe ich also, MCT ist erstmal, muss man ein bisschen erklären, das ist eine mittelkettige Fettsäure. Also Medium-Chain Triglycerides sind das. Das ist also ein Glycerin, das hat 3 Ärmchen. Und an diesen 3 Ärmchen, die haben Schutzkappen. Da sind die Fettsäuren dran. Das ist beim MCT so, das ist also kein Kokosöl oder keine keine Laurinsäure. Laurinsäure ist dann 12 Kohlenstoffe, das ist eine mittelkettige Fettsäure. Und dann gibt es eine Caprinsäure, die hat 2 Kohlenstoffe weniger. Und dann habt ihr noch eine, die im MCT auch drin ist. Dann ist eine Caprylsäure, die hat 8 Kohlenstoffatome. Und die werden dann langsam fettlöslicher. Wasserlöslicher. So, die sind ein bisschen wasserlöslich. Das hat mehrere das ist ein Sonderfall vom Sonderfall. Das geht auch, die MCT-Geschichte geht relativ schnell, wird ohne zusätzliche Eiweiße in die Leber und dort in den Körper verteilt. Deswegen wird das auch manchmal ein bisschen vollmundig angepriesen als Brain Octane, also als Gehirnbenzin sozusagen, was direkt über die Leber ins Gehirn geht. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, auch in Richtung Alzheimer, das ist relativ neu. Mit den Ketonkörpern, ja. Weil es den Ketonkörper Stoffwechsel anwirft. Wenn ich jetzt sage, diese Kombination Silizium und MCT, die ist deswegen besonders, weil sich das Silizium von sich aus schon an Lipoproteine anheftet. Und dann habe ich diese Wirkung vom MCT-Öl, was dann auch bei dem C8-Fettsäure, wenn die dann verestert ist mit dem Glycerin, das ist ein dreiwertiger Alkohol, also 3 OH-Gruppen, und da hänge ich die 3 Carbonsäuren dran. Dann habe ich also eine erstmal Schutzkappen, die muss ich langsam abziehen. Das dauert eine Weile und das überlebt dann sozusagen auch die Magensäure besser. Dann kommt es besser in den Dünndarm und kann dort das MCT freisetzen, das Silizium freisetzen nacheinander. Silizium hat 4 Ärmchen zusätzlich. Da gibt es also dann verschiedene Molekülspielereien, die man machen kann. Das geht dann wirklich in Details. Und dann habe ich zusätzlich noch beim Tesla Probio zum Beispiel, habe ich ein subtiles Bakterium. Das hat dann nochmal spezielle Wirkungen. Also habe ich das MCT-Öl sozusagen als Schutz, dass das Bakterium überlebt, um erst im Darm freigesetzt zu werden. Weißt du, wie? Ja, auch, das ist auch, ja auch ja, auf man, die Argumentationsthematik. Genau. Man könnte sagen, das ist so eine Art liposomale Verkapselung. Ja, cool, okay. Ja, dass das hat. Manche machen dann in Sonnenblumenlecithin. Das hat aber sehr viel längerkettige Fettsäuren, das hat dann auch noch, ja, wie gesagt, Lecithin, hat dann nochmal eine andere, das ist dann fett- und wasserlöslich teilweise. Aber dieses MCT-Öl ist von Natur aus fett- und ein bisschen wasserlöslich. Und beim MCT-Öl hat noch eine Besonderheit, wenn es C8-Fettsäure ist, das ist die Hälfte der Dicke einer Zellmembran. Das ist nochmal, wenn man in die Biochemie geht, eine Besonderheit, die nicht zu unterschätzen ist. Okay, also ich würde gerne mit dir mal wirklich noch eine Doppelsendung machen über diese ganze Verdauungsthematik, dass wir wirklich mal wirklich von oben bis unten alles gemeinsam durchgehen.
Weil das ist ja wirklich so ein riesenspannendes Feld. Ist ein Riesenthema. Und es gibt auch zum Beispiel Aussage von Professor Heine jetzt zum Thema Wasser. Da kann man jetzt sagen, flüssig oder fest, flüssig, gasförmig. Mhm. Und da gibt es diese vierte Phase des Wassers, das ist dieser Gelzustand. Dieser Sechsring, der ist dann sozusagen Startsequenz für die Bildung dieser hexagonalen Muster, dieser Wabenstruktur des hexagonalen Wassers. Das hat keine Zusammensetzung H4O2 mehr, sondern H3O2. Es hat mehr Sauerstoff, es hat mehr Elektronen, es hat weniger Protonen, es findet so eine Art Ladungstrennung statt, wenn man so will. Da wären wir beim Anfang, da müssen erstmal noch ein paar Wasserstoffe weggehen, das muss sich erstmal noch zusammenfinden. Und das passiert vor allen Dingen an Grenzflächen. Also Jared Pollack hat das dann an Grenzflächen gemacht mit diesem Nafion-Draht oder der Membran als Modell für eine Zellmembran vielleicht. Und wenn das Silizium sich auch an fettlösliche Strukturen hängt, also an Zellmembranen, die sind ja fettlöslich, dann ist das für mich ein Modell. Und das Besondere ist, das ist schon 50 Jahre her, dass man es gemacht hat für solche Strukturen. Jetzt gibt es noch ein Zitat von Professor Heine, der sagt dann, ich habe das hier jetzt mal aufgeschrieben, sonst kann ich mir das auch nicht merken, die Fähigkeit der Extrazellularmatrix, das ist dieser Zwischenzellraum, Radikale fangen zu können, ist bisher zu wenig berücksichtigt worden. Dabei spielt Kieselsäure eine herausragende Rolle. Silizium ist als Spurenelement ein integrales Element der Extrazellularmatrix, das mit allen ihren Komponenten Verbindungen eingehen kann und das für die intrazelluläre Energiebereitstellung, Klammer auf ATP, in den Mitochondrien unerlässlich ist. Im Unterschied zu allen anderen Spurenelementen ist bei oraler Aufnahme von Silizium keine Toxizität bekannt. Ein Zitat aus diesem Buch von 2014. Kann man mal zeigen? Ja. Fantastisch. Bedeutet, also nur abschließend, ich bekomme durch die richtige Quelle an Silizium eine hexagonale Struktur in mein intrazelluläres Gewebe, was wiederum die ganzen Stoffwechselaktivitäten, Entgiftungsprozesse, Fluss. Ja, beschleunigt. Oder ja, das ist ein echter Katalysator. So ja, sehe ich das. Ein biochemischer Katalysator. Ja, das ist doch mal ein schönes Ende. Und ich habe es kapiert. Ja, sehr schön. Lieber Bruno, war super spannend, also richtig gerne. Toll. Und ich freue mich, wenn wir uns nochmal treffen und wirklich mal diese ganzen biochemischen Vorgänge nochmal im Körper beleuchten. Ja, danke schön. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einen neuen Blick auf dieses Silizium und die ganzen Vorgänge in unserem Körper werfen und bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.